Verzeihung. War gerade was anderes vertieft. Kann man Ihnen helfen daher? Die Person ist wirtschaftlich am Ende und Sie haben ja nichts Besseres zu tun, als ihn anzustarren und sich vielleicht sogar noch darüber lustig zu machen. Gehen Sie, keine Ahnung, laufen Sie Patrouille hier im Polizeidepartement oder sonst irgendwas, aber starren Sie nicht hier rein. Ist unverschämt. Ja, ich entschuldige mich für das Verhalten, das ist egal, aber verzeihen Sie das. Ah, ah ja, das ist der Herr Lind, das ist der Kollege, das ist Kommissar für die öffentliche Ordnung. Ja, wie gesagt, wir brauchen deswegen nicht beeilen. Suchen Sie einfach irgendwo Arbeit. Wir können selbst auch Fische fischen und die dann im Markt verkaufen und bezahlen dann auch viel Geld für Frucht und Fisch. Ja? Es gibt so viele Jobmöglichkeiten hier in der Stadt. Ja. Hier werden überall, ja, Polizei sucht so viel, ich weiß auch noch Leute. Ja. Ich meine, mit der Vorstrafenregister haben sie gesagt, das geht nicht, okay, ist in Ordnung. Aber natürlich gibt es hier noch verschiedene Jobs. Ja. Man kann immerhin, zum Beispiel können Sie bei der Bank arbeiten, Sie könnten, keine Ahnung, Polizist, Mechaniker, Taxifahrer, Security werden. Das ist alles möglich, ja. Und Bei der das geht auch mit Bank. Vorstrafen daher. Ja, bei der Bank vielleicht nicht, ja, da haben sie recht, das war jetzt ein Nummervorschlag. Aber Security kann man immer werden, ja. Die Security-Angestellten, Security-Leiter suchen auch immer neue Leute. Jeder mich Kfz-Mechatroniker oder der Notarzt und auch noch Leute, aber da haben sie auch gesagt, mit dem Vorstrafenregister ist das nicht möglich. Ja, dann müssen sie halt gucken, was sie machen können mit dem Vorstrafenregister. Gehen sie zur Agentur für Arbeit, ja, suchen sich einen guten Job und dann fangen sie an zu arbeiten. Zu klauen, das bringt nichts. Das bringt sie nur ins Gefängnis. Das ist nicht gut daher. Ja, hier kriege ich wenigstens was zu essen. Wissen Sie, ich werde Ja, dazu gezwungen. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? ja. Wenn ich nichts glaube, Jobangebot daher, habe ich bewerben Sie keine. sich irgendwo. Wenn ich nichts glaube, habe ich keine Kohle. Wenn ich keine Kohle habe, kann ich nichts essen. Wenn ich nichts esse, bin ich schlecht gelaunt. Wenn ich schlecht gelaunt bin, dann klaue ich. Sehen Sie das? Sehen Sie, wo das hinführt? Es ist ein Ja, aber Teufelskreis. hören Sie zu. Hören Sie zu. Sie wollen ruhig ein paar Leute hier, die noch Leute so bewerben können, sich den Leuten in Person vorstellen. Ja, das bringt mir nichts, wenn ich Bewerbungen schreibe und dann kriege ich immer Absagen, 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 Absagen über Absagen. Ah, Ja, kommen Herr Sie. Kast, Sie haben so viele Hören Sie zu. Vorstrafen. Ja, super, was soll ich Nein, denn hören machen? Sie zu, Und Herr. dann muss ich Hören Sie zu. wieder klauen Hören Sie zu, Herr gehen. Kast. Hören Sie zu, Herr Kast. Hören Sie zu. Nicht beim Kfz-Mechatroniker, die scheißen und die vorher scheißen auch nicht. Aber die finden die Vorschriften nicht so schlimm, die haben selbst Schwerverbrecher, die haben selbst Mörder bei. Ja. Die Vorstrafen kennen ja die Kunden nicht, ja, und die werden sich natürlich ja auch nicht beschweren. Solange sie ihre Arbeit gut machen, läuft das doch. Da haben sie Geld und Essen auf dem Tisch und alles, da läuft das doch. Ja, ich habe zwei linke Hände, das geht nicht. Haben Sie gesehen, wie sehr ich die Autos zerkratzt habe beim Versuch aufzubrechen? Ja, hab ich Ja. nicht festgenommen, der Kollege wahrscheinlich gesehen. Ja, keine Ahnung, dann werden sich halt als Taxifahrer, fahren sie ein bisschen rum, Ich fahren habe sie keinen Leute hoch, Führerschein. wenn sie Ich Spaß habe mal nichts. am Auto fahren, dann können sie es doch machen. Ich habe nichts, ich kann nichts, ich kann nur klauen. Nein, das bezweifle ich. Sie kennen sich mit Autos gut aus. Die kann man klauen, ja. Nein, ob Sie sich mit Autos gut auskennen, dann können Sie ja Automobilienverkäufer werden. Die kann man Oder klauen. Autoverkäufer. Nein, die kann man nicht klauen. Das macht man nicht, das ist Ja, doch. illegal. Ja, kann sein, aber wenn man Essen auf dem Tisch braucht, dann muss man die klauen. Wir Ja, drehen uns im Kreis. das auf dem Tisch brauchen, aber klauen ist nicht der richtige Weg daher. Suchen Sie sich wirklich einen Job. Bewerben Sie sich überall, gehen Sie zur Agentur für Arbeit. Irgendwo werden Sie schon einen Job bekommen. Wenn nicht, kriegen Sie auch Hartz IV, davon können Sie auch leben. Davon kann ich nicht leben, das können Sie klicken. Das sagen Sie nur, weil Sie selbst noch nie Hartz IV bezogen haben. Ja gut, ich denke schon, wenn man davon leben kann, würde das der Staat ja nicht anbieten. Das wäre ja dumm, sinnfrei. Kann sie vielleicht nicht die teuersten Sachen kaufen, aber es reicht auf jeden Man kann. Fall, um das Nötigste zu. Das ist Das richtig. Nötigste, das Nötigste, vielleicht wenn man eine Ratte in einer Gasse ist, das Nötigste. Sehen Sie mal, Ja, beruhigen Sie sich. wenn ich das Hartz-IV-Geld mit Ihrem Verdienst da vergleiche, wenn Sie hier Arbeiten Sie bitte attraktiv so. am Rumpimmeln sind und den ganzen Tag nichts tun hier, so, ja, keine Ahnung, Sesselfurzer, Bürohengst, ne? Wir Und machen das doch den ganzen Tag was. Ja, für zwei Stunden, wir kümmern uns um solche für zwei Arbeitslosen Stunden euch. Also werden Sie Arbeit, ganz für zwei Stunden Arbeit pro ruhig. Tag und Sie kriegen Werden Sie was? ruhig. 2000, 3000 Euro netto? Und ich werde Werden hier Sie ganz verhaftet. ruhig. Weil ich hier einen Wagen klaue und ich ein bisschen Essen brauche. Ja? Ja? Bleiben Sie ruhig. Bleiben Sie ruhig daher. Bleiben Sie ruhig. Bleiben Sie ruhig.
Bewerben Sie jetzt als Sicherheitsmann bei der Polizei, da können Sie auch genug Geld verdienen. Verdienen Sie auch nicht schlecht. Ja, da sind Vorstrafen nicht so schlimm, weil hier ist eh alles genau dokumentiert. Wir haben ja eh Ihre Anschrift, wie Ihren Personalausweis, Ihren Namen. Ja, na, denn wenn Sie was klauen, werden Sie festgenommen, ganz einfach. Ja, und somit können Sie einfach gut Geld verdienen. Ja, und wir sind keine Sesselhocker, wir machen unsere Arbeit. Ja, wir haben gerade mit eingesperrt, da kam die Kollegin mit Ihnen, jetzt unterhalten wir uns gerade mit Ihnen. Ja, wir machen unsere Arbeit. Hier noch voll und ganz in unserer Arbeit und geben uns so viel Mühe, wie es so geht, die Leute zu unterstützen. Wir sperren auch nicht jeden ein. Ja. Wir kümmern uns um den Wohl, um das Wohl der Leute. Ja, wir sind für Recht und Ordnung da. Ja, wenn Sie was Falsches machen, wenn Sie was machen, was gegen das Recht ist, werden wir Sie natürlich festnehmen. Ja. Ja, Bewerben Sie sich doch, versuchen Sie mal beim Polizeidepartement zu bewerben. ja, Ja, ich bezweifle nicht, dass Sie abgelehnt, ich bezweifle, dass Sie abgelehnt werden. ich werde drüber nachdenken, wenn ich hier rauskomme. Genau, machen Sie das. Aber Entschuldigung, ich werde Sie jetzt erstmal einsperren müssen daher. Ja, wenigstens ein paar warme Gut. Mahlzeiten. Ja, das. Aber hier gibt es auch nichts Gutes. Hier gibt es noch Brot und Salzbutter. Gesalzene Butter. Ja, das ist Mehr gibt es hier nicht. schon mal mehr. Bei mir gibt's nur Salzbutter. Ja. So auf dem Löffel. Das ist nicht. Also, wir kommen zur 100-tägigen Haft. Auf Wiedersehen. Wo ist mein Essen? Ich will mein Essen haben. Wo ist der Wärter? Freiheit!